Hey ho und willkommen zurück zu Nufia 2. Und im letzten Part haben wir uns zu dem Desradini geholt, was wir leider erstmal lange noch nicht trainieren können, weil der einfach schon mal fucking Level 32 hat und die anderen halt bei 27, 28 rumgurken und wir das einfach mal schnellstmöglich aufholen sollten. Aber immerhin haben wir im letzten Part auch Fluff entwickeln können zu einem wunderschönen Pegasus, der seine dritte Attacke, glaube ich, überhaupt nicht gelernt hat, wenn ich das richtig sehe. Ja. Naja, gut, das ist eine Sache, die wir aufholen können. Soll mich ja jetzt nicht irritieren. So, Felshelm, bitteschön. Nein, Eisenhemd habe ich leider nicht für dich. Warum heile ich Saylan eigentlich nicht? Kann mir das mal einer verraten? Und wieso? Vielleicht schaffe ich es ja mit Blitz trotzdem beide wegzubashen. Nein. Wäre ihr normaler Angriff sogar stärker gewesen für den einen Grizzly. Ich bin vergiftet, das ist scheiße. Ja, na gut, warte mal. Machen wir es so herum und du machst mal bitte stärker auf alle. Dann will ich mal sehen, ich habe 187 mit Stärke auf einem gemacht. Wie viel macht sie mit Stärke auf allen dreien? 106 ist schon mal nicht schlecht. Hamson, nochmal Kraftsaft bitte. Schade. Geil, nur Stärke ist mir jetzt auch lieber. Nicht, dass er noch mehr Intelligenz bekommt. Ich glaube, sonst kann ich mich irgendwann begraben. So, für mich Kraftsaft. Ich muss ein bisschen stärker werden. Udian Serum. Ich glaube, ich bin eh fast durch. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal. Komm her. Nein, so. Das dürfte eigentlich hinhauen, glaube ich. Warte mal. Bam. Wow, das hat überhaupt nichts genützt. Ich glaube, das Feuerschwert war sehr effektiv. Wow, das hat auch nichts genützt. Wow. Der Einzige, der was drauf hat. Ach, Blitz, damit kann ich leben. Damit kann ich eher weniger leben. Wow. Glück gehabt. Ja gut, ne? Dann machen wir das jetzt so und so und so. Und dann schauen wir doch mal. Die sind doch bestimmt jetzt platt. Wow. Ernsthaft? Warum tut ihr mir das an? Alter, was ist denn nicht richtig mit euch? Geht doch. Okay. Grizzlies, Grizzlies. Oh, die Trolle, das wird lustig. Dann machen wir das mal so und dann... Warte mal. Feuer? Nee, Tornado probiere ich mal gegen den Grizzly. Oh, geil, Luft. Ah, den Bug hatte ich ganz vergessen. Luftangriff kann er noch gar nicht, aber er kann, er setzt es trotzdem ein, aber er hat es noch nicht erlernt. Das ist ein ganz, ganz komischer Bug. Den gab es aber auch schon auf dem Super Nintendo, also es liegt nicht daran, dass sich jetzt das in der ROM sich irgendwie verhakt hat. Nein, das war auf dem Super Nintendo tatsächlich schon so. Oh, meine Intelligenz ist gestiegen. Was bin ich denn heute glücklich darüber? Und da ist schon wieder die scheiß Tengu. Ja, ganz okay. Wobei, mittlerweile dürfte ja Fluff das aushalten. Ob Saylan das aushält mit nur halbem KP, ist die andere Sache.
Aber theoretisch... Schauen wir doch mal. Nice Combination. Oh. Ah, sehr schön. Ah, sehr schön. Und? Sei platt. Ja! Geil. Wunderbar. Das heißt, es klappt. Er wird nicht fliehen. Ja, den Kamikaze kann ihn nicht töten. Hoffe ich. What? Aber da er schon dran war... Das sind so ekelhafte Mistviecher. Komm, ein Riesenturban für dich, weil du so tapfer ausgeharrt hast. Oh, ein Pferdestein. Habe ich davon zwei? Nee, habe ich immer noch nur noch einen. Na egal, ich verfüttere ihn jetzt einfach mal. Oh, Superrobe. Nice. Eisenschwert. Nee, Wunderring nicht. Dafür sind mir die Ringe zu kostbar. Aber cool, jetzt... Also es war, glaube ich, klüger, dass ich jetzt... Oh. Den Pferdestein verfüttert habe, weil der mir nur Platz wegnimmt. Ich werde ihn ewig oder nie mehr benutzen. Alter, sie macht ihn stark auf einem schon über 400 Leben. Fast 300 Leben. Nee, nee, nee. Die Tengu brauchen wir gar nicht mehr ankommen. Die hier sind allerdings recht easy, wenn man sie richtig angreift. Apropos. Ah, es kann, glaube ich, keiner mehr. Doch, er kann das Megabeben. Wir könnten uns allerdings auch mal Knisterbrand... Nein, wir schauen uns doch nicht Knisterbrand an. Noch nicht. Tornado! Sie könnte ja die ganze Zeit mal Sog einsetzen, ich Trottel. Na gut, nicht unbedingt bei den Gegnern, die Fokus können. Tornado ist ein ganz anständiger Zauber, würde ich jetzt mal fast meinen. Was? Nur? Ach, ja, jetzt hätte ich sogar einsetzen können. Egal. Hauptsache Psychosaft. Wie geil ist das denn? Was hinterlassen die mir denn alles? So, Level 30. Dabi, du bist wieder dran. Aber mal ernsthaft, Psychosaft? Kriegt natürlich Salen, weil sie soll ihr dickes Brain noch erweitern. Ich greife zuerst an. Schön. Dann machen wir das eben so. Und so. Und sie zieht in der nächsten Runde am besten was raus. Naja, es reicht nicht. Ja, Dabi. Okay. Okay, zack, zack, warte mal, so herum, und sie macht Sog auf einen. Danach dürfte sie fast voll sein, also, so viel wie die immer abzieht, normaler, boah, fuck, Alter, 103. 103. Rufverstärkung. Wow, wieso kann er jetzt zweimal Verstärkung rufen? Was soll das? Das möchte ich so aber nicht. Es war haarscharf, denn so viele Leben... Also der hat, glaube ich, 100, 112 oder sowas. Psychosaft nochmal. Geil. Salen muss halt richtig geil zaubern können, da ich sie nicht primär für den Nahkampf einplane. So langsam gehen die mir tatsächlich ein bisschen auf den Keks. Das ist, glaube ich, kein Vorteilskampf. Komm. Oh, scheiße. Da kann ich Knisterbrand ja wohl vergessen. Ich mache jetzt einfach mal Frostflug. Ja, schon viel besser als Megabeben. Geil. So sehe ich das gerne. Kannst du auch Verstärkung rufen, bis zum geht nicht mehr. Hä? Ich glaube, jeder von denen kann eine andere Verstärkung rufen.
Wow, ernsthaft? Naja, gut. Stärke, Bewegung, Intelligenz. Wow, und um 10 Leben? Ach, dann holt sie mich ja bald ein. Ah, gut, nicht ganz so weit. Dabi, bist du Level geschickt? Tatsache, okay. 2 Level brauche noch. Speichern, ich habe schon ewig nicht mehr gespeichert. Okay, da erwartet uns jetzt ein Blümchen. Das dürfte recht easy zu erledigen sein. Feuersturm geht auf alle, trifft alle Gegner. So, das bringt mir schon mal nichts. Wir machen einen Satansbiss. Wir machen nicht das Megabeben, aber wir machen Furio. Lalalalalala. Und dann bin ich mal gespannt, wie lange das Vieh noch leben wird. Boah, Alter, das wird jetzt heftig. Nein, Dabi, warum machst du das? 387, verdammte Axt. 339 ist auch nicht schlecht. Ja, greif. Wow, nur normal an. Okay. Oh yeah, Knisterbrand, Baby. Boah, ja, Löwenherz nochmal auf Guy. Was? 184? Alter. Was zur Hölle? Ich habe Volltreffer gemacht. Aber wie viel Leben hat denn das Vieh? Hä? Wieso heißt es Knisterbrand, wenn ich einen Dunkelzauber mache? Das Vieh lebt einfach noch? Naja, gut. Danach bestimmt nicht mehr. Bäm! Und? Ja! Okay, das war ein richtig geiler Kampf, finde ich. Die hat verdammt viel ausgehalten. Ist das nicht die Blume, nach der Lara gesucht hat? Ich dachte, es wäre eine riesige Blume. Aber diese hier ist so schön. Das muss die richtige sein. Du hast recht, lass sie uns mitnehmen. Götterblume erhalten. Bamsen, okay, gut. Du wärst schon hier drin gewesen. Flucht. Hui. Vielleicht nochmal so ein Lavaklötzchen? Na? Na? So ein blauer Lavaklotz? Azurklotz heißen die übrigens. Azurklotz. Oh. Es sollte nicht sein. Wieso sind die so schnell? Es ist mir neu, dass die schneller als Salen sind. Ja, Terminator, komm, man. Schön. Okay, dann gehe ich halt ganz normal zurück. Da sind sie. Oh mein Gott. Es bleibt sogar einer da, verdammt, Jacks, geil. Es... Oh mein Gott. Es bleiben beide da. Hä? Komm schon. Ja! Scheiße, geil. Also, 11.111 bringt ein Azurklotz. Alter Schwede. Schon wieder Intelligenz. Alter, wie geil. Wow, das war eine Level-Up-Spritze. Hammermäßig. Geil. 24.444. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Lara, aufwachen. Oh, ich habe wirklich klasse geschlafen. Guten Morgen. Bitteschön. Das ist die Blume, die ich gesehen habe. Gut, also haben wir die richtige mitgebracht. Bitte verkauft mir diese Blume. Ich bin nicht reich, aber ich gebe euch alles, was ich habe. Wir haben diese Blume geholt, um sie dir zu schenken. Ihr schenkt mir die Blume? Ja, nimmst du sie an? Na klar, aber seid ihr euch sicher? Wenn ihr sie einpflanzt und züchtet, könntet ihr sie teuer verkaufen. Ich habe keine Ahnung, wie man Pflanzen züchtet. Ich glaube, diese Blume ist bei dir besser aufgehoben. Danke vielmals. Ich passe gut auf sie auf.
Wenn du einige gezüchtet hast, bekomme ich dann eine? Na klar. Übrigens, wie heißt die Blume eigentlich? Ich glaube nicht, dass sie schon einen Namen hat. Bitte gib ihr doch einen. Ich? Mal sehen, wie wäre es mit Prifea? Prifea, das klingt wirklich hübsch. Genau das ist es. Freut mich, dass dir der Name gefällt. Salen, wir sollten jetzt wieder aufbrechen. Ja, wir müssen los. Ich hoffe, du hast bald tausende Prifeas. Die ist wirklich eine tolle Blume, Schwesterherz. Ja, ich werde tausende davon züchten und jedem in der Welt zeigen, wie schön sie ist. Naja, okay. Wir hätten ja nochmal 10 Milliarden Gold kriegen können oder so. Das wäre ja auch nicht schade gewesen. Oder doch. So, und ich glaube, es bringt nichts, in Shayas Labor zu gehen. Also zu Lexis Labor. Doch, da ist er nämlich. Haha! Hier unten steht da ja der Saftsack. Oh, Tiger, wo warst du? Der Motor und das Schiff sind schon lange fertig. Schon? Zapdos ist gerade auf eine Testfahrt. Er wird gleich zurück sein. Oh, da ist er ja schon. Wow, es ist unglaublich schnell. Ich weiß, beeindruckend, nicht wahr? Ich ziehe den Hut vor dir, Lexis. Dieser Motor ist unglaublich, eine tolle Erfindung. Das wusste ich schon immer. Lexis, das Schiff gehört dir, wenn ich dafür dein Labor benutzen darf. Ich möchte etwas erfinden. Naja, es kann zwar nicht jeder gleich etwas erfinden, aber das ist wirklich dein Ernst? Das Schiff kostet mich nichts? Ganz genau, du hast dich nicht verhört. Gut, du kannst das Labor jederzeit benutzen. Danke, ich bin schon unterwegs. Passe bitte gut auf Exerion auf. Bis später. Lexis, was ist Exerion? Der Name des Schiffes. Ich finde, Exerion ist ein cooler Name. Übrigens, wir wollten ja das Schiff kaufen. Was redest du denn für einen Quatsch? Ich gehöre doch jetzt zu euch. Stimmt. Jetzt haben wir ein Schiff. Auf in das nächste Abenteuer. Ja, wir haben diesen komischen Fuzzi mit uns. Yay. Der an sich nicht schlecht wäre, wenn er irgendwas könnte. Aber er ist nicht ganz so, wie soll ich sagen, frisch ausgerüstet. Ich meine, er trägt den Laborkittel, mal davon abgesehen. Das Bärenschild geht ja noch, das lassen wir ja noch gefallen, aber... Naja. Was gebe ich ihm denn? Ein Muskelring ganz bestimmt nicht. Was er brauchen könnte, wäre auf jeden Fall Bewegung und Abwehr. Sehr nice. Und er ist auf jeden Fall schneller als Guy. Ach, warte mal. Hier, ich habe doch den Cobra-Stein. Da steckt noch Mut drin. Ne? Allerdings im Feuerjuwel steckt nochmal Intelligenz drin. Das könnte er natürlich auch gebrauchen. Adlerstein jetzt weniger. Komm, dann kriegt er das Feuerjuwel, weil er entwickelt ein dickeres Brain als Salen. Man mag es kaum glauben, aber ja. Und er kann auch schon ziemlich gute Zauber. Warte mal. War hier nicht eigentlich in Kythos ein Zauberladen? Ja gut. Okay, das schauen wir einfach im nächsten Part nach. Wir sehen uns morgen wieder. Da geht's weiter mit einem tollen Erfinder an unserer Seite. Ich hoffe, ihr freut euch schon drauf. Bis morgen. Ciao, ciao.